Buyagaya und hallo zusammen. Schön, dass du wieder dabei bist. Heute wird es richtig ernst. Heute wollen wir, mein Bruder und ich, die selbstgebaute Unterwassertaschenlampe im Meer beim Schnorcheln austesten. Bleibt hier wirklich unterwasserdicht? Das wird super spannend. Wenn du wissen willst, wie ich die Taschenlampe gebaut habe, schau dir die Videos an. Es ist sehr interessant. Ansonsten, wir warten jetzt ab, bis es ein bisschen dunkler wird und dann geht's ab ins Wasser. Dann werden wir richtig schön schnorcheln und schauen, was uns unter Wasser erwartet. Bleibt dran! Auf geht's! So, wir sind jetzt am Strand. Wir ziehen uns jetzt um und dann sehen wir uns im Wasser.
So, das war unser erster Nachttauchgang. Die erste Überraschung, mein Bruder hat sich auch eine Taschenlampe gebaut. Er hat einfach eine Lampe genommen, ein Unterwassergehäuse von einer Digitalkamera zusammen kombiniert und zack, hat er auch eine Unterwassertaschenlampe. Und die war auch richtig gut. Die zweite Überraschung, was heißt Überraschung? Meine Lampe hat alles mitgemacht und ist heil. Schau mal, funktioniert, Disco geht weiter. Ja, ich war bis zu 5-6 Meter tief, alles ohne Probleme. Die Lampe blieb dicht. Darauf bin ich sehr stolz. Es hat super gut funktioniert. Man hat richtig perfekte Sicht gehabt, trotz trübem Wasser. Du hast ja selber gesehen. Ansonsten, die einzige Enttäuschung waren die Fische. Die waren einfach nicht da. Wir haben wirklich Riesenrunde gedreht und es waren vielleicht 5-6 Fische, die ich geschafft habe zu filmen. Ansonsten, wenn da was war, dann war es ziemlich schnell weg. Also die Fische sind richtig scheu, aber es hat trotzdem sehr viel Spaß gemacht, einfach nur herrlich im Dunkeln mit Taschenlampe zu schnorcheln. Ich werde das auf jeden Fall wiederholen und hoffe, dass ich das nächste Mal mehr Fische filmen kann. Ansonsten, Buyakaya und die Reise geht weiter.